Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCG. Ein Cesurio-Deck oder Cesurio oder wie auch immer das ausspricht mit wurde sich gewünscht. Ich hatte auch ein vorgefertigtes Deck schon gehabt. Und das habe ich ein bisschen abgewandelt. Ich dachte mir, wenn wir schon. Vielleicht ist es eventuell jetzt mal in der Stärke ein bisschen besser. So, einmal Cesurio aus Dampfkessel zusammen mit Reshi, Kobalium und Magiana. Bin sehr gespannt. Ich habe hier jetzt einfach mal Muskelband und Ballband reingenommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, folgt jetzt eigentlich dieses Deck eigentlich hinaus, um halt Heimzahlung benutzen. Mit Schwäche natürlich. Oder halt Rachestoß für jede preisgenommene Karte, 30 extra Schadenspunkte und natürlich dann nochmal verstärken mit Lilie und halt den gewissen Muskelband etc. Um hinterher, wenn man halt viel geopfert hat, dann Schaden rausdrücken kann und eventuell das Match gewinnen kann. Ich habe es ein bisschen umgewandelt, hier waren nur Dingens drin. Eventuell brauchen wir, vielleicht brauche ich auch Tempoklaue. Ich weiß nicht, ob alles so funktioniert, wie es sein sollte. Weil 30 Schadenspunkte ist nicht viel. Kann zwar das Ganze hier auf 40 erhöhen und ja auch nochmal gegen EX oder GX oder halt gegen andere etc. erhöhen. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir keine Tempo. Klaue, aber die ist gar nicht mal so scheiße, denn der Schaden des Angriffs wird durch Resistenz nicht beändert. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht sogar Schwäche. Das heißt, normalerweise würde ich auch gerne halt die Evoli-Reihe reinbringen. Das heißt, wenn wir eine Resistenz haben, wenn der Gegner Resistenz gegen Metall oder halt gegen das, ignoriert das einfach und macht trotzdem 60 Damage bzw. den Damage, den wir austeilen werden. Bei Schwäche bin ich mir gerade unsicher, um ehrlich zu sein. Bei Heimzahlung gilt die Resistenz, nur bei Tempo. Naja, deswegen habe ich ein bisschen umgewandelt. Ich habe halt nur 4 Dingensenergie mitgenommen. Dann halt Finsterpflaster und etc. Hier sind keine Bälle drin. Weiß nicht. Wie gesagt, ich habe das Deck ein bisschen umarbeitet, aber auch nicht so viel. Ansonsten können wir mal, ob wir vielleicht Zeitpuzzle wegnehmen oder Bälle mit reinnehmen. Vielleicht könnt ihr mir natürlich in den Kommentaren schreiben, ob ihr ein besseres Cesurio-Deck habt. Dann können wir das ja gerne mal das irgendwann auch mal ausprobieren. Stream. Ansonsten fangen wir am besten mal an. Ich habe Schweg, vielen Dank für den Kommentar. Nochmal hier boxen. Das ist eigentlich wurscht. Was? Und es ist im erweiterten Modus nutzt. War? So. Ich bin fast bei Zoompex durch. Muss ich noch 30 Mal gewinnen, dann habe ich das Brannawards. Mal gucken, ob ich es irgendwie noch schaffe. Das heißt, ich muss länger spielen. Will noch innerhalb der nächsten Tage auf jeden Fall das Brannawards haben. Das heißt, durchgehend spielen. Das wird lange dauern, bis ich das da. Oh. Das einmal. Das war jetzt wieder nur auf der Bank. Sehr interessant. Thank you.
ich komme mit den. Ich muss erstmal mit dem Deck erstmal eh klarkommen. Was ist denn jetzt am sinnvollsten? Reshi erstmal hinzulegen und. Achso, habe ich N? Warte mal, tendieren. Oder wir holen uns Pokémon Fanclub. Arschbefehl. Moment, reicht das schon auf? Das reicht, glaube ich. Aber wir werden jetzt erstmal Pokémon Fanclub mitnehmen. Holen uns zwei weitere Marschbefehl noch mal auszunutzen. Der immer noch Latern spielen. So, Marschbefehl macht 40. Okay, er macht also 40. Schade. Das wäre jetzt echt lustig gewesen. Zwei weitere natürlich. Der ist erledigt. Ein Magnet. Aus. Und. Verball. Fanclub. Weg. Die Frage, was er sich jetzt holt. Ne, GX? Wahrscheinlich. Raikou. Gerade. Oh, er kann was einsetzen. Was hat er denn? Eins. Zwei, ne? Okay. Wow. Gilt. Selbst die Resistenz gehen damit. Gut. Bekommen Muskelband. Dann will ich kein Muskelband. Machen aber das schon mal. Machen Platan. Entwicklung. Das ist jetzt doof. Itemkarte. Fahren da könnte ich später. Das Problem ist, wie entscheide ich mich? Also Garganti auf jeden Fall ein Leben. Magier. Magiana. Das Problem ist, man hat einfach nicht die Karten bekommen, die man sich erwünscht hat, um Strategie aufzubauen. Das ist es nämlich. Ich hätte gerne natürlich viel was anderes. Ich hätte gerne eine Evo-Brause gehabt oder eventuell irgendwas zum Entwickeln, Energie bzw. Tesorio oder mit Energie, Evo-Brause mit Energie etc. Irgendwas, aber leider nicht.
Das hatte ich mir natürlich durch die Laterne. Hätte ich zumindest einen Schaden angenommen. Noch ein Wahlband dabei gewesen wäre, wäre. Aber. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Nicht so gelaufen, wie es sein sollte. So, jetzt opferst du da was. Brauche ich auf jeden Fall Kobalium. Langsam brauche ich Kobalium. Legen. Aber was an. Was? Later. Kann ich. Und einfach Mutterband. Wir machen das so. Oh, Cesurio. Okay, Kobalium. Cesurio. Und Zeitpuzzle. Drücken die Heimzahler raus und ziehen das Pokémon. So, jetzt kann ich immerhin noch Tempoklaue benutzen. Und habe hier sogar noch ein Magianer, was nochmal zerstörte Seele benutzen kann. Wir werden jetzt aber die Energie anlegen, damit ich auf Kobalium dann später die Schutzenergie. Machen wir 90 Schaden. Wenn natürlich Energie. Die Energie geht drauf. Hat er jetzt alles? Weißt du, hier an Kobalium. Energie. Er könnte noch einmal ziehen und hoffen, dass er noch irgendwas bekommt. Verangeln. So, jetzt hier zwei Karten. Eine Energie gezogen oder was um ihn. Er hat tatsächlich eine Energie gezogen. Wow. Unter 10. Hey, Magian. Fein. Bleibt nichts anderes übrig. Legen. Das so hin. Muskelband an. Lass mal. Möchte eine Ziehe. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ändert sich nichts. Ein 5 Karten. Okay, mehr 3.
Und zerstörte Seele. Reicht nicht aus. Das ist natürlich jetzt Kacke. Klar, wegen der Resistenz, das weiß ich, ne? Ach, weil auch noch... Ach du Jemi, das hat ja auch noch Resistenz. Ach du Heilige. Das ja auch. Warte mal. Reicht der nächste Schlag aus? Eventuell. Da irgendwas? Auf der Bank. Mit Angler. Ach du Scheiß. Hä? Aber Angler bringt die noch. Hat doch nix. Er hat doch nix. Hä? Er bringt die gerade gar nicht. Wir spielen jetzt Platan. N. Könnte Kobalion mit... Wir greifen jetzt erstmal an. Klar, gesunken. Ist ja logisch. Ich hab hier kein Flordelis drin, ne? Oder? Aber das muss ich gleich gucken. Das hab ich schon wieder vergessen, dass ich... Flordelis hätte mir jetzt natürlich ungemein geholfen. So, das Problem ist, helfe ich gegen nochmal Magiana. Setzen hier nochmal. Dann spielen wir N. Vielleicht, aber auch nur vielleicht helfe ich ihm. Natürlich der gute. Wahlband hebe ich noch. Schauen wir. Ja, er freut sich. Da ist etwas Gutes gekommen. Rayquaza. Das ist aber schon sehr merkwürdig, das Deck irgendwie. Die Schadenspunkte mache ich auf jeden Fall. Hoffentlich was. Nein, eigentlich nicht. Wäre schön gewesen, wenn er nochmal. So, Aporiki. Ach du Scheiße. Er hat auch noch einen Kapuriki. Der will mich doch verarschen, oder? Ach, Scheiße. Der hat tatsächlich noch... Macht jetzt für... Okay, Kaputt Donner ist auf jeden Fall...
Okay, das habe ich 100% verloren. Hallo, wie soll ich gegen einen Kapu... Wie soll ich gegen einen Kapuriki ankommen? Der macht mich gleich mit Clown down. Ja, und ausgerechnet jetzt brauche ich ein Wahlband. Ich glaube, das verliere ich. Ah, gut gespielt. Also ohne Kapuriki hätte ich eventuell noch gewonnen. Ich überlebe ich das mit 10 Schadenspunkten? Ich weiß es nicht. Ich greife an. Ob ich verliere oder nicht, weiß ich gerade nicht. Ich habe 200 Schaden gemacht und das Ding entsteht dann natürlich noch wegen diesem Kampfgeistgürtel. Fuck you! Fuck you, Kapuriki! Mit deinem scheiß Kampfgeistgürtel! Nein! Ich hätte es One-Hit geschafft! Oh nein! Warte. Ach, das ist natürlich mega ärgerlich. Geraldine. Switcht der aus? Da geht der auf den... Also er müsste jetzt Raikou pumpen. Dann hätte er das Match gewonnen. Wenn er jetzt Down einsetze. Okay, er pumpt. Er pumpt. Ja, okay. Egal, was ich mache. Dieses blöde Raikou, ne? Da steht immer noch mit 20 Schadenspunkten. Oh. Fehlen ihm noch. So ein Mist aber auch. Ich glaube nicht, dass ich Floridelist habe, sonst würde ich auf jeden Fall irgendwas in der Hinsicht machen. Das Duell ist für mich gelaufen. Gut gespielt. Ah, dieses Kapuriki, ne? Das ist... Dieses Raikou mit 20 Schadenspunkte. 20 Schadenspunkte fehlten noch. Ach, ich hasse das. Ich glaube nicht, dass ich... Floridelist drin. Genau, ich habe kein Floridelist drin. Ey, das ist so eine Rotze. Komm mal was, geh raus. Du bist nutzlos. Moon Ranger. Weiß ich gerade nicht. Ich hätte jetzt Floridelist gebraucht, ey. Scheiße. Das ist natürlich jetzt mega ärgerlich. Aber ich habe auch echt blöde Karten. Hätte das Kapuriki One gehatet. Dieser Kampfgeistgürtel. Ich denke, mit Wahlband wäre es natürlich krasser gewesen. Ja. Lilia ist auch nicht einmal gekommen, ne? Ich bin überlegen, ob ich ein Itemradar nicht austausche. War mal Metadeck irgendwie. Weiß ich nicht. Ich hab das bei mir nie. Feldgebläse hätte mir vielleicht sogar noch was geholfen. Hat die Ivo-Brause irgendwas?
Also was, wir packen die. Packen da jetzt halt. Welt. Ich habe keine Ahnung, ey. Das Problem ist, ich brauche für jede Situation immer andere Karten. Für jede fucking andere. Rodelis hätte ich gebraucht, Feldgebläse hätte ich gebraucht. Aber ich habe das Duell so, ich hätte das Duell so oder so schon verloren. Also von daher. Weil diese 20 Schadenspunkte. Ich hätte Rodelis gebraucht, dann hätte ich wahrscheinlich sogar noch gewonnen. Fängt der geil an, ne? Fängt er schon mal geil an? Gar nicht. Ja, wir setzen gleich in. Gehen auf Schutz. Wir gehen auf Schutz. Und holen uns N. N. Hm? Halt, Puzzle. Toll. Das ist hervorragend. So, jetzt versuche Kobalium und dann schauen wir mal. Da haben wir wahrscheinlich einen GX Metagross. Ach, ist das ekelhaft. Metall gegen Metall. Nee, Satan. Wegen Wabern. Macht jetzt 60 Schadenspunkte. Machen 90. Das reicht natürlich noch gar nicht aus. Was zu nieten anhält. Es ist definitiv wahrscheinlich ein GX Metagross.
scheiße. Alles scheiße, ich brauch. Nee, das läuft gerade gar nicht wieder bei mir. Null. So eine Scheiße aber auch. Ich glaube, ich brauche Bälle oder so. Ich verstehe nicht, wie der Typ dann ohne Hyperbälle oder irgendeine Hyperbälle klarkam, ey. Von dem ich das Deck nicht geklaut habe. Aber ich verstehe es halt nicht. Da war keine Bälle drin. Wenn ihr das Originaldeck sehen würdet, weiß nicht. Auch nicht. Auch irgendein Kampffahnder. Machen wir ihn noch nicht. Vielleicht gibt es das mal. Keine Ahnung, jetzt schicke ich Magiana rein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Ich brauche einen Kampfmann, ich brauche Platon, ich brauche N. Der Gegner muss N spielen. Irgendwas. Komm. Ach, schon mal eine weitere Doppelverblödung. Ach, ich kann hier nichts machen. Das ist doch Rotze, ist das doch. Gehe jetzt auf Kobalium Schutz. Kann er nur mit Metang irgendwas ausrichten. Halbwand. Kriegt mir rein gar nichts. Einzelkämpfer. Bis jetzt ist noch kein Dingens da, ne? Okay, jetzt klappt. Hammer benutzt, oder? Komm, eine Energie. Ist das Metang weg? Hat 90 KP und ich mach dann 90. Komm schon! Brauche ich Wahlband? Reicht auf diesen. So, ich brauche Platan. Platan. So, eine Energie und dann haben wir das. So, Cesurio. Ist gut. Eine Energie. Cesurio 2. Reshi. Platan. Okay. Galagladi. Und Rachestoß. So, Metang ist down. Lilia!
Ui. Falls ich das überhaupt noch überleben sollte. Haben wir Heimzahlung plus Rudi mal? Einzelcamp. Keinen Sinn, aber ist okay. Wie viel Schaden mache ich denn? 90, ne? 90. Warte mal. Minus ein Lilia. Und Heimzahlung, das. 120 Damage. Kampfgeistgürtel. Er ist gerade gar nichts. Vielleicht packe ich den eigentlich auch raus. Obalium. So, jetzt brauche ich Muskelband. Wäre jetzt echt geil. Bronzer. Überhaupt mit Pegasus Jax drin? Fragezeichen. Ich mache gerade wenig Schaden, ne? Heimzahlung macht gerade gar nichts. Ja. Das heißt, hier auf. Und was ist denn? Habe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich nutze. Die Bank und. So, muss wahrscheinlich. Wovon da habe ich noch? Muss leider Platan spielen. Geht gerade anders nicht. So, jetzt müssen wir Luki Luki machen. Wir haben hier schon mal. Das. Valium. Ja. Mache 80 Schaden, ne? Ne, wir machen das an. Wir gehen hier auf Sisuke drauf. Nutzen mal Freipuzzle und pullen können. Machen wir jetzt eine normale Tempoklaue, weil Heimzahlung bringt gerade gar nichts. Immerhin 60 Schaden. So. Und dann besiegen wir lassen wir Cesurio besiegen. Und dann kommt das andere Cesurio mit Heimzahlung, besiegt das Kangama zu. Und falls wir noch ein kommen, dann Kobalium schon mal ausstatten. Oh, guter Play. Das wäre jetzt ein guter Play. Das war jetzt ein guter Play. Von Kampfhander. Was hab ich denn noch? Von Kampfhander, oder? Nein, ich hole mir jetzt noch den letzten Platan. Ich brauche gleich einiges. Ich bin mir jetzt unsicher, ob Heimzahlung ausreicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Er kann nicht ausswitchen, war. Außer er hat eine Doppelfarblos.
Da haben wir schon mal das Metacrawl. Das Problem ist, ich kann nichts mit One Hit. Ich kann jetzt eine Energie. Aber nicht wirklich opfern. Oh, Goldrain. Goldrain? Heißt das Goldrain? Goldrain. Aber das bringt ihm gerade gar nichts. So, mein Ziel ist es. So, mein Ziel ist jetzt was anderes. Vielleicht können wir damit noch was tanken. Mein Ziel ist es, das Kangama zu besiegen. Dann fällt mir immer noch so. Ich glaube, das kann ich nicht. Was sagt denn er? Damit kann ich Jana reinschicken. Überlegen. Was? Eine Zahnung reicht aus. So, mit wem kommt der jetzt rein? Mario. Okay, ich glaube, das ist vorbei. Ach, ich hasse dieses Deck, ganz ehrlich. Ich muss opfern, um Schaden auszurichten. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Das Deck ist scheiße, mir gefällt es nicht. Mir gefällt das Deck überhaupt nicht. Weil er hat jetzt eine fucking Preiskarte. Und ich muss... auch eigentlich Rodele. Und wenn ich jetzt... Ach, nee, ganz ehrlich, das Deck hasse ich. Ich mag das Deck gerade gar nicht. Das ist scheiße, wenn er hat hier hinten noch 120 Damage, er hat noch 150 Damage. Also von daher werde ich das Ganze nicht mehr gewinnen können, egal was ich... Besiegt Kobalium in den nächsten Zug. Oder Cesurio oder irgendein anderes Pokémon von mir. Ja, und war es das eigentlich auch schon. So, Rachestoß. Sieg zwar Lucario, aber jetzt kommt gleich das Metagross. Dann ist vorbei. Wenn ich das überlebe. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht, weil er macht genau 120 Damage. Ich habe nur 30 Schadenspunkte Reduktion. 10, 10, 10 und er macht genau 150. Das heißt, macht 150. Gut gespielt. Erdbau und das war's. Zweimal verloren. Zweimal verloren. Im Deck. Wir haben jetzt schon 45 Minuten. Es ist nicht meins. Es ist nicht meins.
Ganz und gar nicht. Also wer mit so einem Zersurio, Heimzahlung, Rachestoß gut umgehen kann. Und herzlichen Glückwunsch. Ich habe es nicht. Ich hätte danach gewonnen. Zwei Lose. Einen dritten Lose werde ich mir ganz sicher nicht antun. Wir haben jetzt schon 45 Minuten. Ich finde, also es ist nicht mein Deck. Persönlich, es ist nicht mein Deck. Kann sein, dass ich auch scheiße gespielt habe. Interessiert mich ehrlich gesagt auch gerade gar nicht. Ich lösche dieses Deck, ganz ehrlich. Das ist... Ah, nee. Nee, das ist nichts für mich. Zu opfern, ja, um irgendwas zu machen. Aber dann so viel zu opfern, dass ich dann schon verlieren werde. Zu 100%. Das macht mir keinen Spaß. Ganz und gar nicht. Naja, vielleicht habt ihr Verbesserungsvorschläge. Oder ihr sagt, nimm lieber ein anderes Zäsure, dann bist du vielleicht mit glücklicher. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann.